Servus zusammen, hier zu einer neuen Folge von Marksman 101 auf Kuma Tactical und heute geht es um das Thema Abzugssicherheit bei einem AR-System. Als Beispiel habe ich heute für die klassische Lösung meine DD5, Daniel Defense DD5, eigentlich eine V4, aber ja, jetzt mit ein bisschen kürzeren Lauf. Und als Vertreter der sogenannten deutschen Sicherheit, deutsche Sicherung haben wir eben hier ein Heckler & Koch MR308 eben in der 28er Ausführung. Also das ist A3-28, so das meiner Meinung nach ein bisschen bessere G28. Okay, kommen wir erstmal dazu, was ist denn bei der Sicherung bei einer ARC normal? Wenn ich die Waffe eben nicht durchspanne, kann ich sie auch nicht sichern. Das ist, sagen wir mal, das Normale bei einem AR-System, egal ob AR-15 oder AR-10. Erst wenn ich die Waffe durchlade, also der Abzug gespannt ist, kann ich die Waffe sichern. Bei der sogenannten deutschen Sicherung kann ich die Waffe jederzeit sichern. Also ist gerade nicht gespannt, kann trotzdem eben hier die Sicherung reinmachen. Natürlich kann ich auch gesichert durchladen und kann natürlich auch im gespannten Zustand sichern und entsichern. So, jetzt ist immer die Sache, ja, ich finde das so toll. Also die Leute sagen, ist ziemlich geil, dass Heckler & Koch diese deutsche Sicherung hier eingeführt hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt nicht unbedingt als wirkliches Benefit. Jetzt muss man erstmal wissen, warum gibt es dieses Sicherungssystem bei Heckler & Koch? Und natürlich auch bei anderen Herstellern. Also dieses System gibt es zum Beispiel auch von LMT oder Henel hat es zum Beispiel auch. Das hat eben einen Hintergedanken. Ich nehme einfach mal die Bundeswehr hier als Beispiel. Die Bundeswehr hat vor dem 416er-System, also bevor sie die ersten AR-Systeme bei den Spezialkräften eingeführt haben, haben sie schon eben das G36 gehabt und davor das G3. Das G3 konnte ich im gesicherten Zustand durchladen und konnte sie dann eben auch im gesicherten Zustand entladen, ohne Probleme. Also ich konnte eigentlich zu jeder Handhabung, die ich mache, wie jeder Störungsbeseitigung, konnte ich eben hier eine Sicherung reinmachen. Jetzt schreiben die Ausbildungsvorschriften der Bundeswehr vor, dass die Waffe halt auch bei jeder Manipulation zu sichern ist. Also sprich, wenn ich jetzt eine Störungsbeseitigung mache, wenn ich irgendwie die Waffe schussfertig mache, Sicherung rein, durchladen. Ist bei AR-Systemen so nicht möglich und die US Army bzw. die US-Streitkräfte und alle Streitkräfte, die auch AR-Systeme benutzen, wie zum Beispiel die Niederlande, Großbritannien, Kanada, die Liste ist lang, da stehen eben diese Richtlinien eben nicht drin. Jetzt kann man sich fragen, ja, was ist denn das Problem damit, warum haben sie das denn nicht? Weil es aus meiner Sicht nur ein marginaler Sicherungsgewinn ist. Wenn ich mit der Waffe so umgehe, wie ich mit der Waffe umgehen soll. Also wir gehen jetzt erstmal vom Fertigmachen, also vom Laden für den Einsatz, für die Jagd, für ähnliche Sachen. Von dem Prinzip gehe ich jetzt erstmal aus. Dann ist es ja bei mir normalerweise, ich nehme das Magazin, setze das in die Waffe, halte die Waffe in eine sichere Richtung, also Kugelfang, also eine natürliche Kugelfang oder so eine Ladebox, wie es zum Beispiel bei den Polizeien oder beim Militär mittlerweile üblich ist und spanne meine Waffe durch und lasse den Verschluss frei, sichere die Waffe, bis ich die Waffe wirklich im Einsatz benutze. Also normalerweise gehe ich in den Anschlag und wenn ich bereit zum Schießen bin, entsichere ich sie. Und solange ist die Waffe gesichert. Aus meiner Sicht reicht das da. Es gibt genug Beispiele, wie zum Beispiel, ich sag mal, das System Glock ist ja auch dafür bekannt, dass wir eben weniger Manipulierung an der Waffe haben, um eben die Waffe davor zu schützen, also den Schützen davor zu schützen, durch etliches Rummanipulieren an der Waffe eben hier selber Fehler einzuführen. Sprich, je weniger ich an der Waffe einstellen muss, also ich ziehe die Waffe aus dem Holster und die Waffe ist sofort schussbereit, ist bei der Glock halt der Vorteil. Bei dem Gewehr ist es halt mit dem offen am Tragegurt hängen nicht so einfach möglich, dass wir sagen, wir haben gar keine Sicherung, also keine nicht stellbare Sicherung. Also wo ich sage, ich muss nicht bewusst irgendwo eine Sicherung rein oder raus machen. Das ist im Tragegurt immer ein bisschen gefährlich, sage ich. Aber bei AR-Systemen reicht diese Sicherung aus meiner Sicht absolut aus. Bei der Glock auch, weil die ist, wenn sie nicht in der Hand ist, ist im Holster. Jetzt ist hier aus meiner Sicht eben die Geschichte, dass das also keinen direkten Sicherheitsgewinn aus meiner Sicht bringt. Auch wenn ich eine Störungsbeseitigung mache. Also auch bei einer Störungsbeseitigung. Das Erste, was ich mache, ich trenne die Waffe von
der Munition, dass ich auf jeden Fall nicht mehr als das machen kann, was schon in der Waffe drin ist. Und dann rack ich die Waffe durch. Und auch das mache ich in der sichere Richtung, zum Beispiel oben oder unten oder Kugelfang. Und lade die Waffe eben durch. Und das Ganze mache ich ja immer noch so, dass ich nicht mich zu meinen Leuten umdrehe und sage, hey Leute, schaut mal in meinen Lauf, ich habe eine Störung oder was im Dreh, sondern ich mache ja durch die Störungsbeseitigung hier immer in eine sichere Richtung. Insofern, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist für mich der Sicherheitsgewinn marginal. Aber jetzt sind halt die Vorschriften von verschiedenen Militärs, wie zum Beispiel der Bundeswehr oder auch zum Beispiel der bayerischen Polizei, so, dass eben in den Vorschriften drinsteht, also technische Richtlinien in irgendwelchen anderen Lehrvorschriften, steht halt drin, die Waffe ist zu sichern, bevor ich eben die Waffe manipuliere. Wenn ich das nicht kann, muss ich das halt einführen. Deswegen gibt es eigentlich diese Sicherung. Ich persönlich, mich stört es jetzt nicht unbedingt, wenn man es kann, aber eine Sache, die man halt nicht mehr machen kann, die finde ich eigentlich immer recht schön beim AR-System. Wenn ich die Waffe aufnehme, kann ich durch Betätigen der Sicherung feststellen, ob der Hammer gespannt ist oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel im Dunkeln mit der Waffe geschossen habe und die Waffe lässt sich nicht sichern, also anders angefangen, ich schieße, der zweite Schuss kommt nicht raus, also beim zweiten Schuss höre ich nur einen Klick oder ich höre gar nichts. Ich betätige die Sicherung und wenn ich die Sicherung nicht betätigen kann, weiß ich sofort, der Hammer ist nicht gespannt. Weil ich kann die Sicherung nur betätigen, wenn der Hammer gespannt ist. Also egal, in welcher Situation ich mich gerade befinde, ich kann über die Sicherung rausfinden, in welcher Position gerade der Hammer ist, ohne die Waffe aufmachen zu müssen oder irgendwie großartig rumfummeln zu müssen. Ist gerade bei schlechten Lichtbedingungen, finde ich, persönlich eher ein Vorteil als ein Nachteil. Ist also aus meiner Sicht jetzt kein riesiger Downgrade, aber die deutsche Sicherung finde ich persönlich zum Beispiel schlechter als die normale AR-15-Sicherung, weil sie einfach hier aus meiner Sicht ein bisschen unnötig sicher ist. Jetzt kommt aber noch ein Knackpunkt dazu aus meiner Sicht. Das ist eine sehr subjektive Meinung. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die hier sehr gegensätzlicher Meinung sind und das ist auch eine Sache, die man generell bei allen Geschichten sagen muss, die mit Waffen, also mit dem Umgang mit Schusswaffen zu tun haben. Es gibt bei ganz vielen Sachen nicht nur eine richtige Lernmeinung. Das muss man immer sich ein bisschen vor Augen halten. Also klar, es gibt bestimmte Faustregeln. Also sprich, wenn irgendwelche Leute in meinen Lauf schauen, die nicht in meinen Lauf schauen sollen, dann ist das falsch. Wenn ich auf jemanden schieße, auf den ich nicht schießen wollte, ist das falsch. Wenn ich eine große, grobe Gefährdung für meine Leute bin, ist auch das falsch. Aber bestimmte Handhabungsfeatures, da gibt es manchmal zwei Lehrmeinungen, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. Wir können ja zum Beispiel schon anfangen, Reefer Stance versus Isolated Stance, also zwei verschiedene Schusshaltungen für die Kurzwaffe oder auch für die Langwaffe. Die haben ihre Vorteile, die haben ihre Berechtigung jeweils. Und es gibt halt irgendwie Leute, nein, du musst unbedingt Isolated schießen oder du musst unbedingt Reefer schießen oder was im Dreh. Ja, kann ich wieder sagen, das ist so, wenn ich sage, Krav Maga oder Sambo. Also es gibt Leute, die sagen unbedingt, du musst Sambo trainieren. Es gibt Leute, die sagen unbedingt, du musst Krav Maga trainieren. Beide Systeme haben sich in der Praxis bewährt. Beide Systeme haben sich beim Militär bewährt. Und beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Das heißt jetzt nicht, dass einer von beiden besser ist. Krav Maga sagt man immer ein bisschen, dass es leichter zu unterrichten ist. Dafür ist Sambo ein bisschen allumfassender, weil wesentlich mehr Grappling-Anteil mit drin ist. Und aus der Praxis kann ich sagen, Grappling ist nicht so unwahrscheinlich im Einsatz. Deswegen, das war es an dieser Stelle eben mal zu unterschiedlichen AR-15-Sicherungen. Die Standard, die nach Eugene Stoner und die sogenannte deutsche Sicherung, wird auch manchmal als HK-Sicherung bezeichnet. Jetzt noch kurz zwei Infos von unserer Seite aus. A, wir relaunchen gerade unser Merchandise. Also in den nächsten Wochen wird es wieder Merchandise geben, diesmal direkt bei uns im Shop. Also wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal im Shop vorbei. Und die zweite Geschichte ist, wir haben wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten einen Livestream mit einer Verlosung und dieses Jahr lassen sich die Hersteller nicht lumpen. Ich will nicht zu viel teasern, aber wir haben schon in der Verloskiste ein Zielfernrohr für über 1500 Euro drin und einen Schalldämpfer für ungefähr 700, 800 Euro. Dazu noch einige andere Werte, also wir sind jetzt schon in einem insgesamt Warenwert von, sagen wir mal, 5.000 bis 8.000 Euro irgendwo. Und wir sind noch nicht mit allen Sponsoren eben hier durch. Deswegen, wenn euch das Ganze eben interessiert, dann stellt euch schon mal drauf ein, irgendeinen Tagen vor Weihnachten, also wir tendieren momentan zwischen 22. und 23. wird es wieder einen Livestream geben, hier auf Kuma Tactical und auf unserem Schwesterkanal eben GSP. Und
ja, da gibt's was zu gewinnen. Merkt euch einen Termin vor. Ansonsten, wenn euch hier das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Schaut auch bei Instagram oder Facebook rein, auch wenn ihr eben gerade mal so Neuheiten, wenn ich gerade was gebastelt habe oder was im Dreh, nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal hier auf Kummer Tech Day. Bis dann.